Jawohl, 700 Gramm circa hat das Ganze ergeben. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden und ich hatte auch extra einen Tag jetzt vor der Ernte die Befeuchtung ausgeschaltet, so dass die Pilze bei der Verarbeitung dann nicht zu wässrig sind. Also 700 Gramm. Die Mixtur ist die Standardmixtur von mir, 1200 Gramm Strohpellets, 1,8 Liter Wasser und 500 Gramm Brot. Der Limonseitling, wie gesagt, wie ich finde, ein sehr schöner Pilz, sehr würzig im Geschmack und ich werde auch demnächst die Tage ein Kochvideo dazu hochladen, mal schauen, was wird. Lasst euch überraschen. Ansonsten war es das schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Pilzwunder.